Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln und was dann Westfalen werden könnte und dann Deutschland. Gut, ja, was machen wir? Gute Frage. Wir sind hier in Kleve einmarschiert. Machen wir gerade hier zur Kernprovinz. Genauso wie Kassel. Da sind wir schon ein bisschen weiter, glaube ich. Genau. Ja, jetzt müssen wir weitere Ziele setzen und gucken, was vorangeht, ne? Unruhen sind klar, hier oben noch was, Ansprüche auf Prinzen, die euch nicht gehören, Braunschweig, Heier und Heuer, haben wir letztes Mal geguckt, Heuer, nicht Heier, und Meppen. Ja, wir müssten dann gucken, wie wir weiterkommen, lass uns mal hier durchblättern. Was macht's Geld erstmal, da können wir noch was tilgen. Macht vielleicht Sinn. Endet am 1. Dezember. Gut, zurückzahlen, okay. Dann haben wir nur noch 29, das sind reichlich, ne? Dann müssen wir gucken, dass wir mal mehr Geld kriegen, um dann unsere tollen Darlehen alle loszuwerden. Da haben wir ja reichlich. Ja, hier sind wir unterwegs. Wie viele Händler haben wir eigentlich? 2? Ne, ne, oder? Kolonisten, Diplomaten, Missionare. Ah, die ersten waren natürlich die Händler, ne? Ja. Wir sind aber unterwegs. Hier und da. Gut, okay. Hier dauert's noch. Das nächste, was passieren würde, wäre hier eine Arkebuse. Da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Das dauert, das dauert. 5, 5 und 5 sind wir. Hier sieht's dann auch ganz schlecht aus. Ziel ist, ja, Rivale vom Rivalen, Gelder ist Rivale unseres Rivalen, aber wir sollen Freunde kennen. Das war der, ne? 27. Diplomatie, Beziehungsaktion. Beziehung verbessern, machen wir mal nochmal. Mit, sag schon, Österreich machen wir das ja auch, ne? Damit wir da auch wieder freundlich gesinnt sind. Wegen der Heilige Römisches Reich hier. Da waren die am Meckern wieder, weil wir unrechtmäßig was haben. Ja, Münster müssen wir Maßnahmen vielleicht ergreifen, sonst sieht es eigentlich schon relativ ruhig aus. Kirche. Verteidiger des Glaubens ist keiner. 500 Gold können wir dann, na super. Aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht wirklich. Truppen. 4 von 14. Sind wir gerade ein bisschen sparsam, ne? Und ja, das lag am Geld. Aber 486 ist schon eine nette Summe, ne? Oh, wir hätten die ganze Zeit mal laufen lassen können. Die Pfalz hat in Köln und Hessen auch. Okay. Da kommt noch mal das von Österreich. Pause. Ah, das ist jetzt die Kassel-Geschichte. Ne, die lehnen wir auch ab. Gott. Stopp. Das Land Brandenburg, euer treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung in sächsischen Eroberungen von Potsdam gegen Sachsen. Und dies ist ein Verteidigungskrieg. Sachsen ist alliiert mit Elsass, Böhmen, Pommern und Nürnberg. Oh, die haben ganz schön viele Alliierte, ne? Aber ich glaube, wir werden das trotzdem akzeptieren. Das sind die. Die greifen da an. Ja. Ich glaube, das... Warte mal, wer ist denn da? Nürnberg? Wo sind die Nürnberger? Das sind die Frankfurter. Da sind die Nürnberger. Die haben 8 Einheiten. Dargestellt als Pop-Up. Machen wir das doch mal, oder? Nee, doch nicht. Kriegen wir noch andere Informationen gerade? Ja, Brandenburg ist Sachsen, Böhmen und Elsass. Warte mal. Sachsen, Böhmen und Elsass. Sachsen, Böhmen und Elsass. Und Pommern und Nürnberg, was mit denen ist? Sind das Verbündete? Polen, Frankfurt und Köln. Ah, Polen, Frankfurt und Köln sind Verbündete.
Polen ist ziemlich groß. Frankfurt ist nebenan. Akzeptieren wir mal. Und schließen wir mal. Jetzt können wir hier die Kriegsparteien sehen. Oh, wir sind viele gegen wenige, ne? Sachsen, Böhmen und Elsass. Ja, gucken wir mal. Allerdings sollten wir dann auch noch... Oh, wir haben nicht genug Geld dafür. Ein bisschen aufrüsten, ne? Wo gehen wir hin? Gute Frage. Wer ist das hier? Frankfurt. Folgen wir den Frankfurtern? Abgespeichert. Gehen wir da auch hinterher. Die Brandenburger laufen uns aber entgegen. Okay. Kommen wir da zu spät oder kriegen wir noch unterstützend hin? Aber es wird zu schwach sein. Ja, 10 zu 8, 9 zu 8. Oh, 20 zu 8, das war's dann. Vielleicht schaffen die Moldauer noch dahin. Ne, die sind unterwegs. Ja, doch, das klappt noch. Jetzt dauert's länger. Oldenburg braucht das Bündnis mit uns. Super. Und wir haben gewonnen. Sehr interessant. Dann müssen wir jetzt aber gerade zurück, glaube. Einfach schauen, dass unsere Truppen sich erholen, ne? Haben wir hier unten noch einen? Ne, wir hatten kein Geld, deswegen. Okay, aber dann machen wir mal schnell einen und kriegen wir zwei hin. Ja. Machen wir da auch noch einen. Erholen sich die Truppen. Hessen. Brandenburg. Was ist das? Da sind so viele Fenster auf einmal auf. 11 Dukaten verlieren wir das. Die Pest. Nee, da müssen wir was gegen tun. Diplomat abberufen. Okay, aber das haben wir nicht geschafft. Ah, wie sieht's denn aus? Da müssen wir 100 haben, haben wir nur 50. Unrechtmäßiges Territorium. Aggressive Expansion. Grenzdisput. Ja. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Rebellenaufstand in Münster. Hauen wir runter. Dann ist das weg. Da, den können wir nicht bezahlen. Können wir Kriegssteuerrat festlegen? Kriegssteuern erheben. Okay. Und der Rest ist bekannt. 5,3, okay. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Aachen. Trier. Da kommt die Einheit jetzt raus. Fertig werden. Und diese Einheit auch überrücken. Das geht alles zu schnell. Wir haben schon wieder einen Thronfolger Köln benötigt. Wir haben Prestige und 95 Hingabe. Ja, das können wir machen. Wer ist das denn? Die Burgundier, ein Adeliger. Ein Adeliger. Ein Anspruch stark wird Thronfolger. Meinung über Köln um 50%, naja. Nein, wir nehmen das erste. Thronfolge ist gesichert. Mach das mal gerade zu, ich wollte jetzt gerade gucken, wie gut der ist.
550, super. Kann man richtig was mit anfangen. Lass mal weiterlaufen. Und dann können wir die Truppen vereinen. Anführer ist immer noch Bruno Lohe. So. Jetzt müsste man nur wissen, wo die anderen sind, so, ne? Da unten läuft eine böhmische Truppe lang. Okay, das ist durchgesetzt. Magdeburg, da unten wird gekämpft. Mainz, Elsass. Die Böhmer kommen wieder, die wurden wohl geschlagen. Ich glaube, wir gehen mal nach Elsass mit runter. Nicht mit runter, sondern das ist unser Feind. Ne, da können wir jetzt gerade nichts machen. Okay. Jetzt können wir da hin. Dann können wir das befreien. Okay, wie sieht's da aus? Okay, machen wir unser Land erstmal wieder frei. Und hier. Wer hat da gewonnen, wer hat da verloren? Das sind die Böhmer. Machen wir gerade eine Pause. Da können wir zurückzahlen. Und da kommen mit 6 Sachsen an, oder was? Und das weiterlaufen. So, das ist befreit. Da kommt Elsässer. Wir ziehen uns mal nach da zurück. Ich weiß nicht, ob die jetzt fliehen oder ob das Erfolge sind, aber ich glaube, es sind Erfolge, ne? Moldau gehört zu uns. Vielleicht sollten wir hier jetzt mal was machen. Polen und Litauen, okay. Komm, dann greifen wir. Dann macht er so einen komischen Umweg. Dann lassen wir das mal. Sollten wir die angreifen? Macht vielleicht Sinn, bevor die sich aufrotten. Okay. Und die greifen wir auch an. Ist immer wichtig, die Höhle zu halten, ne? Da kommen jetzt 5 böhmische Einheiten. Okay, Kleve ist jetzt Provinz von uns. Lass uns da bleiben. Die Moldawier kommen runter. Da kommt wieder eine litauische, eine sächsische Einheit. Gucken, dass wir die Provinz hier erstmal kriegen. Und dann greifen wir da an. Da kommt eine böhmische Einheit. Oh, schon wieder zurückgefallen. Okay. Können wir denn mit den Sachsen jetzt Frieden verhandeln oder geht das nicht? Frieden verhandeln. Das wird sogar gehen, oder was? Aber uns bringt das ja jetzt gerade nichts. Ja, lassen wir weiterlaufen. Also das, Tauschhandel nimmt zu. Autonomie ändert sich. Und hier verlieren 100 Administrationen, verlieren 2 Inflation. Müssen wir das untere nehmen. So, die sind da unten fertig. Dann gehen sie da oben vielleicht mit rein. Ne, ziehen weg. Da kommen 11 von denen. Die sind irgendwo in der Nähe
gekämpft wird, würde ich da mit reinziehen. So. Und das Grüne geht ja immer weg, ne? Okay, so, warte mal. Aha, Frieden geschlossen. Haben wir jeden Monat 10% zu zahlen. Verträge aufgekündigt. Okay, wohl auf. Und wir müssen in unsere Heimat zurück. Ja, war jetzt nicht erfolgreich für uns, aber wir haben unseren Bündnispartner an der Seite gestanden. Knapp aber doch. Darlehen zurückbezahlen geht. Gut. So, wir haben jetzt unser Land wieder zusammen. Kleve und Kassel gehören zu uns. Jetzt müssten wir mal schauen, wie sich denn hier zum Beispiel diese gerade Utrecht, Lüttich und Frankfurt. Die wären auch alle bei. Wir hätten Trier, Brandenburg und Bayern an unserer Seite. Utrecht war hier, ne? Kann man jetzt nicht sehen, wie viele Einheiten die haben, ne? Da können wir gleich sehen, wenn wir vielleicht darüber ziehen. Ne, trotzdem nicht. Sieht er, oder ist keiner dran, ne? Ja, wir können aber gerade nicht noch eine Truppe kriegen, ne, weil die ist voll und wir haben keine Soldaten zurzeit. Okay, das bedeutet, wir ziehen erst zurück, aber Münster müssten wir mal näher kennenlernen, ne. Darlehen zurückzahlen. Gut. Okay. Was machen wir jetzt? Warten eigentlich, bis Truppen da sind? Dass wir stärker sind? Brandenburger könnten wir auch noch. Oder Brandenburger Braunschweiger könnten wir auch noch. Die werden nur mit Werden verbündet. Das sind die. Vielleicht sollten wir die überfallen. Wir haben auch noch... Ah ne, das war schon richtig hier. Ansprüche auf Heuer und auf Braunschweig. Also Braunschweig wäre ja schon ganz interessant zu prägen, ne? Ja, dann müssen wir mal überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht machen wir mal einen Besuch in Braunschweig. Werden, das wären 4 und 4 sind 8. Müssten wir eigentlich hinkriegen, ne? Ja, denken wir mal in der nächsten Folge darüber nach. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.